Gerhard Domag wurde 1895 in Lago als Sohn eines Lehrers geboren. 1914 besteht er seine Reifeprüfung und nimmt noch im selben Jahr das Studium der Humanmedizin in Kiel auf. Nach dem ersten Semester unterbricht er sein Studium, um als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg zu dienen. Die Erlebnisse im Sanitätsdienst beeinflussen nachhaltig seinen Lebensweg und Forscherdrang. Viele Soldaten starben trotz erfolgreichen Operationen an Infektionskrankheiten wie Wund- oder Gasbrand. Nach Kriegsende schließt Domag sein Studium ab und promoviert 1921 zum Doktor der Medizin. An der Universität Greifswald begann Domag bakteriell verursachte Infektionen zu erforschen und habilitiert 1924 dort am Pathologischen Institut. Ein Jahr später wird sein Lehrmeister Walter Groß zum Professor an die Medizinische Fakultät der Universität Münster berufen. Domag folgt ihm, um dort seine experimentellen Arbeiten fortzusetzen. 1932 stößt Domag auf einen Wirkstoff, der als Zefirol auf den Markt kommt. Das bakterientötende, aber gleichzeitig hautverträgliche Mittel kommt auch heute noch bei der Hände- und Instrumentendesinfektion zum Einsatz. Ermutigt durch den Erfolg sucht der Forscher nach der Möglichkeit, Bakterien auch im Körperinneren zu bekämpfen. Domag betreibt intensive Forschungsarbeit auf der Grundlage der bakterientötenden Eigenschaften von Sulfonamidgruppen in Farbstoffen. In seinem Labor bei der Bayer AG entwickelt Domag einen hochwirksamen Wirkstoff, der 1935 unter dem Namen Protonsil auf den Markt kommt. Schwere Kokkeninfektionen können erstmals erfolgreich bekämpft werden und Todesfälle durch Krankheiten wie Hirnhautentzündung, Kindbettfieber oder Lungenentzündung gehen drastisch zurück. Für diese bedeutsame Entdeckung erhielt Professor Dr. Gerhard Domag 1939 den Nobelpreis für Medizin. Die offizielle Urkunde kann Domag erst 1947 vom schwedischen König entgegennehmen, da das Hitler-Regime das Nobelpreiskomitee boykottiert und deutsche Wissenschaftler den Preis nicht annehmen dürfen. Domag publizierte weitere Forschungsergebnisse und entwickelt wirkungsvolle Tuberkulosetherapien. Ab 1958 war er als Professor für allgemeine Pathologie an der Universität Münster tätig. Domag starb 1964 und wurde in Lauheide bei Münster beerdigt.